Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in mid-air. Sand in the clouds. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. But we are the clowns. Sand in the clouds. Just when I stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours. Making my entrance again with my usual flair. Sure of my lines. No one was there. Les und kapiert. Ich spiele nicht mit. Experiment gescheitert. Das kommt davon. Lest und kapiert. Denn kann man ernsthaft nicht kreativ sein wollen? Niemals propagiert ihr. Sich dagegen entscheiden, irgendetwas zustande bringen zu wollen, unvorstellbar. Den Tatendrang zu etwas Neuem, etwas Aufsehenerregendem, das verspürt doch jedes Lebewesen. Diese Unterstellung ist die Basis eurer Experimente. Zudem verklärt ihr Kreativität zum alternativlosen Heilsbotenstoff. Doch die Forderung nach mehr Kreativität ist nicht die Therapie, sondern selbst das Übel, gegen das sie Abhilfe verspricht. Ich sollte also liefern. Aber wie soll ich das, ohne selbst dabei draufzugehen? Eure Forderung sei ja anders, gilt für alle und fordert von allen Abweichung statt Konformität und Überschreitung statt Regelbefolgung. So stehen alle vor der unmöglichen Aufgabe, anders zu sein. Der Kreativität wird damit gleichzeitig der Sprengsatz des Sensationellen und die Bravheit der Normalität aufgenötigt. Was für ein Doublebind und ausgebuffter konformistischer Nonkonformismus. Und was kommt dabei heraus? Ein durch Konkurrenz gepushter Narzissmus, aufgeblähter Egos und blanke Angst. In einer klaren Winternacht ein Vöglein ward geboren aus feinstem zu großem Mauserkoren. Hiermit verweigere ich mich, diese Angst haben zu müssen und dieses Ego. Einfach abzuhauen nützt aber nichts. Ihr habt mich ja glauben gemacht, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als gleichzeitig der Prekärfigur des künstlerischen Exhibitionisten und der Unternehmerfigur des Expansionsfetischisten hinterherzulaufen.
Und das, obwohl ich weiß, dass beide Gestalten nur als nie zu erreichender Fluchtpunkt angewandter Selbsttechnologie existieren. Das ist ja der Trick. Es funktioniert als eine Art Sog, der seine Sogkraft gerade daraus bezieht, dass keine Zielmarke existiert, bei der man Halt machen könnte. So wenig es ein Entkommen gibt, so wenig gibt es ein Ankommen. Damit existiere ich nur im Fortbewegungsloop, ohne Halt, bis zur völligen Erschöpfung. Der Stein, auf dem ich saß und meine Trauben nass. Man hat mir genommen den Frühlingsschmerz und aus meinem Kopf das Herz. Man hat mir genommen die Ruhe in meinem Lied. Und was am Mond geschieht, auch ich bin jetzt Sklave und halte fest an das, was ich denken lässt. Das Leben wird zur Geisterbahn der Optimierung. Denn im Begriff der Optimierung verstecken sich die Gespenster des Superlativs. Und so sitzen wir lebenslang im Geisterbahnwagen auf der Schulbank und bekommen unser Leben dicht. Steigerung, Perfektionierung, Wettbewerb. Die Wirksamkeit dieser Diktate beruht auf der klaffenden Lücke zwischen totalitärem Anspruch und seiner Einlösung. Sie erzeugt den Sog ins Grauen. Hallo! Justin! Hi! Justin macht sich auf den Weg! 1, 2, 3! Let's go, Justin! Justin! Na komm! Du musst dich nur anstrengen! Justin! Ja! Es reicht leider nur für die Hauptschule! Schade, Justin! Justin! Jetzt streng dich doch mehr an! Streng dich an! Streng dich an! Streng Justin hat es nicht geschafft. Justin, ja, du bist das Unten, leider. Aber mach dir nichts draus, denn auch du bist wichtig. Der Blick nach unten zeigt uns nämlich die Angst, die diese Rollklappe antreibt. Und diese Lücke immunisiert sich gegen Widerspruch. Die Negation des Status quo wird zur Bedingung ihres Fortbestehens und die Kritik immer schon als höhere Form der Einwilligung eingebaut. Ich willige aber nicht ein. Ich verschwinde. Und zwar durch diese Lücke hindurch. Die Lücke im Widerspruch schafft nämlich Raum. Raum, um außer Hörweite eurer Diktate zu kommen. Raum, sie umzudeuten, ins Leere laufen zu lassen, zu verschieben oder zurückzuweisen. Und das geht nur durch Hakenschlagen. Gegen die Zumutungen des Anderssein-Sollens hilft leider auch nicht der Pathos der Verweigerung, noch der Furor der Überbietung. Deshalb meine immer neuen Ausweichmanöver, deshalb mein Mut zur Zerstörung des Erreichten. Gegen das ökonomische Gebot der Nutzenmaximierung setze ich die Spiele der Nutzlosigkeit, gegen den Originalitätszwang die List der Modulation. Es gibt Geschichten des Nichtfunktionierens oder des Umfunktionierens. Doch belastbare Theorien lassen sich daraus nicht ableiten. Die einzige Chance ist die kontinuierliche Anstrengung, sich dem Zugriff gleich welcher Programme zu entziehen. Es kommt darauf an, den Energiefluss zu unterbrechen, statt ihn umzupolen. Widerstand verstanden nicht als Gegenkraft, sondern als ein Außerkraftsetzen. Gelingen kann das bestenfalls für den Moment. Es war einer dieser Momente, der mich erkennen ließ, dass der Sog nicht unausweichlich ist. Es gibt stets andere Kraftlinien, die in andere Richtungen ziehen, was zu unvorhersehbaren Verwirbelungen führt und zu neuen Lücken. Ich habe eine erwischt. Tschüss, VK23. Übrigens, ich heiße Alice. Bitte starten Sie Ihre Arbeitseinheit. Bitte starten Sie Ihre Arbeitseinheit. Bitte starten Sie Ihre Arbeitseinheit.
Bitte starten Sie Ihre Arbeitseinheit. Bitte starten Sie Ihre Arbeitseinheit. Bitte starten Sie Ihre Arbeitseinheit. Willkommen im Institut des privilegierten Scheiterns. Danke, dass du uns deine Produktivkraft zur Verfügung stellst. Arbeitseinheit 13, Q2 3567. Arbeitskraft grün. Arbeitskraft rot. Tasks E1 W0 V7 plus LS5 optional LS9. Test, W2, Test, W1, 1, 2, 3, V4. Test, Test, hört man mich? E3. Test, Test. Dazu sagt Adorno übrigens so ungefähr, der Kaktus auf seinem Klavier, das war das Tollste in seinem Leben. Ich habe auch so einen Kaktus, der war ganz groß und dann hat er so Blümchen gekriegt und dann ist er eingefallen und dann haben wir den gepäppelt und dann hat er auch wieder Blümchen gekriegt. Also manchmal darf man auch nicht aufgeben und da findet man in so einem Kaktus eine wirklich tolle Lebensaufgabe. So, und jetzt ab nach Hause ins Kaktussiland.